Dankeschön von unseren Auftraggebern. Ich habe Sie jetzt gar nicht verstanden. Ich darf Sie zu einer Gesundheitsumfrage einladen mit 3 Fragen, Herr Doppelotter. Sind Sie Raucher oder Nichtraucher? Ha, was bitte? Sind Sie Raucher oder Nichtraucher? Ja, mal, zählt da das, was, sag ich mal gewesen oder auch der aktuelle Stand bevorzugt? Der aktuelle Stand ist also wichtig, ich hab nur der aktuelle. Sag ich ja damals verbotenerweise mit 14 Jahren angefangen. Eieiei. Wann habe ich das mit der, sag ich mal, mit der Schweizerchen Schweinentherapie dann geschafft, davon loszukommen? Vor, alle Achtung. Das haben wir jetzt 2019, nicht wahr? Ja. Ist das vor 13 Jahren, habe ich das dann aufgeben können? Alle Achtung, finde ich bewundernswert. Naja, es hat so lange gedauert. Ja. Glauben Sie denn, das Geld hätte ich ein Haus bauen können. Das ist richtig, da haben Sie schon recht. Wie bitte? Ja, glauben Sie denn, dass ein Haustier, ein Hund oder ein Kanarienvogel für die Gesundheit gut ist? Ja, wenn das, sag ich mal, nicht, also bei Kanarienvogel muss man ja im Prinzip schon, sag ich mal, drauf Acht geben, Stichwort Vogelgrippe, weil da kommt es natürlich ja, das ist jetzt eine Fangfrage, oder? Nein, das ist keine Fangfrage, es geht um Ihre Meinung. Ja, also sagen wir mal vorausgesetzt, es handelt sich da, sag ich mal, um ein einheimisches Tier, sag ich mal, dass die zoologischen Bestände, sag ich mal, der Heimatrepublik hier nicht gefährdet. Und das, bevorzugt auch ein Herbivore ist, also kein Karnivore. Da könnte das durchaus sehr gut sein. Also ich hab eine Meerschweinchenzucht. Oh, ja, sehen Sie. Und das hält Sie doch ziemlich bei Laune, ne? Ja, also ich meine, das macht eine gute Stimmung, ne? Ja, also die sind zwar sehr laut und es führt öfter mal zu Konflikten mit den Nachbarn, aber bis auf diesen einen ganz Renitenten da, diesen Berber, habe ich schon jedem aus dem Haus auch welche abgegeben. Sie versorgen mich da jetzt ja auch, sag ich mal, regelmäßig mit Nachwuchs, weil die Leute ja zu faul sind, die kastrieren zu lassen. Die ja, das ist dann deren Schuld. Ja, ne? Ja, natürlich. Und die haben jetzt inzwischen, haben die Meerschweinchen das Zimmer von meiner Frau, nachdem die verstorben war. Ah. Oh. Die müssen ja auch irgendwo unterkommen. Ja, aber zauberhaft sind sie schon, ne? Nee, keine Tauben, Meerschweinchen. Nein, ich sagte zauberhaft. Ach so, ja. Sind die schon, ne? Ja, das ist, sag ich mal, vor allem das ausgeprägte Dominanzverhalten von den kleinen, wichsigen Zwergmeerschweinchen, weil das sind ja Gruppendynamik. Und ich hab ja auch angoranische Riesenbüchsenmeerschweinchen, die sind, sag ich mal, ein bisschen, also sag mal, von der Länge her kommt das an eine Katze ran, aber halt auch nicht so hoch. Und wenn das halt, sag ich mal, im Machtkampf unterliegt mit dem Zwergdeckelmeerschweinchen, das ist, sag ich mal, ein Zehntel nur so groß, aber halt sehr flink. Das ist ja sehr interessant zu beobachten, wie, sag ich mal, dieses Mini-Meerschweinchen im Prinzip dieses Große da dominiert, nicht wahr? Ja. Ich hatte mal einen ganz kleinen, wüchsigen Kater, ja. Der hat die größten anderen Katzen von der Terrasse nur mittels seines Blickes weggesperrt. Mit was bitte? Nur mittels seines Blickes hat er andere Katzen von der Terrasse vertrieben. Ja. Der hat sich hingesetzt und böse geguckt. Und dann sind die rückwärts weggelaufen. Ja, wenn Blick töten könnte. Ganz winzig kleiner. Ein ganz winzig kleiner Kerl. Aber der hatte einen Blick, der ging durch und durch. Ja, also man muss ja nur entsprechend ausgerüstet sein, nicht wahr? Also genau. Ich bin jetzt ich bin ja auch sehr klein gewachsen. Ich bin ja früher, bin ja Uhrmachermeister gewesen. Ich habe Hände wie so ein Eichhörnchen. Ich bin ja auch nur 1,60 groß. Ne? Also, sag ich mal, mit so Mike Tyson-Händen braucht man keine Uhren machen. Sag ich, wollte mir mal einer den Laden leer räumen. Aber sag mal, du kannst halt noch so groß sein. Sag ich mal, wenn du dann, sag ich mal, die 9 mm Parabellum vor der Nase hast, dann überlegst du dir halt zweimal, ob du den Doppelotter überfällst. Nee, das knallt das, nicht nur beim Uhrwerk. Herr wahr. Doppelotter. Ha? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Das kann man ich ja danke nicht machen. Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre differenzierten Antworten. Ich habe mich wunderbar mit Ihnen unterhalten. Ja. Und jetzt gibt es
jetzt gibt's für Sie noch ein Geschenk von unseren Auftraggebern. Das waren aber erst zwei Fragen. Tatsächlich, die dritte habe ich ganz vergessen. Also ich bin ja, dann kommen wir zu der dritten. Das mit dem Nudelwasser, das hätte ich jetzt fast vergessen, aber im Prinzip sage ich, die Zahlensachen, das kann ich mir sehr gut merken. Zahlen, die haben man muss ja halt okay. auch für die ganzen Mehrsäue, muss man ja auch die Steuererklärung machen. Das ist so richtig. Herr Doppelautor, die dritte Frage ist, aber die hat sich fast von selbst erledigt. Glauben Sie, dass ein Mensch, der ein Hobby ausübt, gesünder ist als einer ohne Hobby? Das ist jetzt halt auch wieder die Frage, welchem Hobby der nachgeht. Also wenn wir dem Räuber nachgehen, der bei mir in die Bude gestürmt ist, sag ich mal, der hat halt sein Leben lang jetzt ein Loch in der Schulter. Aber wenn man, Blumen züchtet, da kann einem das natürlich sehr gut gehen. Es sei denn, man hat da, sag ich mal, wenn man das physiologisch betrachtet, sag ich mal, giftige Pflanzen mit drin. Das ist auch eine Fangfrage, oder? Nee, das ist keine Fangfrage. Das ist einfach, es geht immer um die Meinung desjenigen, mit dem ich gerade spreche. Ich hatte übrigens im Garten Giftpflanzen, ich hatte Fingerhut, ich hatte Akonit, ich hatte Maiglöckchen drin, jede Menge Hahnen, Fußgewächse, also durchaus Giftpflanzen. Ich fand die aber immer sehr faszinierend und wunderschön von der Blüte. Ja, und wie sind Sie damit umgegangen? Ich habe die gegossen und die sind gewachsen. Ich habe sie ja nicht gegessen. Nein, das ist ja... Ich wollte sie ja fotografieren, anschauen, beobachten und fotografieren. Ich sag mal, der Rohverzehr, wäre ja auch, nicht sonderlich ratsam. Ich sag mal, den Fingerhut kann man in getrocknetem Zustand, wenn man Probleme mit der Verdauung hat, gut einnehmen. Aber sag mal, roh sollte man das halt nicht essen. Nicht so gut, nee. Und Engelstrompete auch nicht. Ja, sonst kommen sie zu den Engeln und da hören sie dann die Trompeten. Soll ich Ihnen mal, das dürfen Sie aber keinem verraten. Ich habe mal, bin ich noch jung gewesen. Ich habe auch Katzen besessen früher. Also jetzt nicht Meerschweinchen, die halb so groß sind, sondern richtige Katzen. Und klar. Da bin ich mit eingezogen schon und irgendwann ist dann mein Vermieter gekommen und hat gesagt, hör mal, entweder müssen die Katzen hier raus oder du. Und da sag ich, wo ist denn das Problem? Da hat er von heute auf morgen mit so einem Theater angefangen. Und das hat sich dann halt, wollte da auch nicht wohnen, wollte das den Tieren ja nicht zumuten, diese andauernde Nachstellung und Belästigung. Aber bevor wir, sag ich mal, dann weggezogen sind, sag ich mal, jetzt, wo wir jetzt wohnen, da habe ich dann, kennen Sie Katzengras? Ja. Ja, da habe ich im Prinzip meine Rabattkarte von, ich wusste gar nicht, dass beim Tiermarkt, ich dachte immer, da kriegt man so ein Prozent Rabatt oder so, aber da gab es immer so Sammelpunkte. Das haben die mir aber nie gesagt. Und dann habe ich im Prinzip, weil den Markt das da nicht gab, wo wir hingezogen sind, da habe ich, sag ich mal, die ganzen Punkte dann dafür aufgebraucht, sag ich mal, Katzengras zu erwerben. Ja. Also dieses nicht Katzengras, Katzenminze. Und habe das dann des Nachts, ich bin ja so ein Heimlicher, habe ich mir den Wecker gestellt und habe das beim Vermieter, der wohnte nebenan, habe ich dem, sag ich mal, den ganzen Garten und alles habe ich den Katzenminze hingeschüttet. Und entsprechend ich kann mir vorstellen. Ja, das so in etwa sah das damals aus, als wir waren ja da am Strand stationiert, als dann die Amerikaner gekommen sind, nur mit Katzen. Ja, ich kann es mir vorstellen, das lebhaft. Das ist eine große Menagerie gewesen. Das war, sag ich mal, jetzt hätte schon unter das Versammlungsgesetz fallen müssen, aber es gab ja keinen Versammlungsleiter. Wer weiß nicht, ob sie es wussten, aber so Tiere sind ja nicht rechtsgeschäftsfähig und können das halt auch nicht anmelden. Ich weiß, aber ich habe manchmal den Verdacht, dass sie heimlich trotzdem Rechtsgeschäfte eingehen. Gerade Katzen. Ja, Katzen sind nicht so ohne. Nee, die sind ja umsonst nicht in Ägypten als Gottheiten verehrt worden. Richtig, ich sage zu Recht. Das ist auch so. Sag mal, die Meerschweinchen, die sind ja, sag ich mal, sehr dankbar und unterwürfig. Mag dran liegen, dass ich, na gut, ich bin nicht groß, aber im Vergleich zu denen halt so. Ja. Aber dass das halt, sag mal, die Katzen halt merken, die können einem wortwörtlich auf den Schultern rumtanzen. Richtig, und die fragen überhaupt nicht danach, wie groß sie sind wie klein sie sind. Die kacken da einfach hin und wenn man das nicht gut findet, dann hauen die einem noch eine auf die Nase. Das ist richtig. Herr Doppelotter, jetzt erstmal vielen Dank für Ihre Antworten und jetzt habe ich für Sie noch ein kleines Geschenk von unseren Auftraggebern. Sind die Antworten denn richtig gewesen?
Die waren wunderbar, die waren ganz, ganz wunderbar. Mal abgesehen davon, dass ich mich königlich amüsiert habe, die waren auch wirklich sehr aufschlussreich und sie sind für die Statistik wunderbar zu gebrauchen. Ja, wer erhebt die denn? Das ist das Statistische Bundesamt bei Ihnen. Nein, um Gottes Willen, das ist ein Marktforschungsunternehmen und wir haben diverse Auftraggeber, die interessieren sich dafür, womit beschäftigt sich der Konsument. Ach, Sie sind jetzt aber nicht und hier von Steigenberger, der Meerschweinchenzucht aus dem anderen Ort, dem ich aushöre. Nein, um Gottes Willen. Der hat nein, ja schon um mal Gottes versucht. Willen. Nein, nein, nein. Ich bin vom Fachbereich Trendforschung von der HelloU AG. Und ich darf Ihnen jetzt im Auftrag unserer Auftraggeber zwei Geschenke überlassen. Oh. Kostet nichts, sind Geschenke, völlig gratis. Und Sie sollen einfach Freude damit haben und damit bei Ihnen nur ankommt, was Sie gerne annehmen möchten und nicht ein Trecker und 5 Waschmaschinen. Mache ich zur Sicherheit eine Gesprächsaufzeichnung, dann gibt es keine bösen Überraschungen für Sie. In Ordnung? Haben Sie denn rein tendenziell Waschmaschinen da? Weil ich habe da Probleme Nein. mit. Nein, habe ich nicht. Es ist nur so, damit Sie sicher sein können, dass Sie keine bösen Überraschungen bekommen, sondern nur das, was Ihnen Freude macht. Darf ich aufnehmen? Ich hab das jetzt nicht verstanden. Was wollen Sie machen? Nein. Ich möchte kurz unser jetziges Gespräch aufnehmen, damit Sie nur die Geschenke bekommen, die Sie auch annehmen möchten und keine bösen Überraschungen erleben. In Ordnung? Ja, wenn das für Sie auch in Ordnung ist, dann habe ich da auch kein Problem. Für mich ist das in Ordnung. Ja. Dann habe ich für Sie ganz wichtig, es ist keine Verpflichtung mit verbunden, es ist vollkommen gratis. 3 Monate, entweder den Feinschmecker, die Kraut und Rüben oder mein schöner Garten oder die Geo. Was darf da für Sie sein? Ich hab im Prinzip keinen Garten. Weiß jetzt nicht, was Sie da bezwecken mit. Nee, ich möchte Ihnen einfach 3 Monate was Schönes zum Lesen vorbeischicken. Zum Dann frage ich es mal anders. Ja, da waren wir eben noch nicht bei. Das hatte ich jetzt nicht verstanden. Nein, ich möchte Ihnen für 3 Monate was Schönes zum Lesen vorbeischicken. Was lesen Sie denn gerne? Vielleicht sowas wie den Feinschmecker oder den Spiegel oder den Stern oder die Geo. Also Feinschmecker klingt durchaus nach einem Magazin, das ich rausgeben könnte. Bin da, sage ich mal, sehr wählerisch ja immer gewesen. Und der Feinschmecker ist toll. Ich habe ja im Prinzip inzwischen halt einmal diesen Bringdienst von der AWO. Weil nach dem letzten Herd habe ich gesagt, es hat keinen Wert. Sag ich, da habe ich innerhalb von 3 Monaten 2 Brände gehabt. Und dann haben die halt gesagt, wir bringen Ihnen das jetzt. Sag ich mal, wegen der Brandgefahr und der Gefährdung der anderen Bewohner alles hier. Alles klar. Ja, alles klar. Dann lassen wir den Feinschmecker. Aber der Feinschmecker ist trotzdem schön zu lesen. Sind tolle Rezepte drin. Aber wenn Sie keinen Herd nutzen, dann hat das ja keinen Wert. Nee, das ist mir ja gerichtlich untersagt worden. Ah ja. Wie sieht es denn aus mit dem Spiegel oder dem Stern? Also einen Spiegel habe ich im Prinzip, werde ich auch weiter gut darauf Acht geben, weil man sagt ja 7 Jahre Unglück. Richtig. Okay, dann schicke ich Ihnen das Spiegelmagazin zum Lesen, damit Sie kein Unglück haben. Ja, das sind tolle Beiträge. Sie haben einen Spiegel. Okay, den Stern oder die Fokus? Wollen Sie mir die Sterne vom Himmel holen? Würde ich gerne machen. Das ist ja so freundlich von Ihnen. Gut, dann bekommen Sie von mir den Stern vom Himmel geholt und die Nick Medien Vertriebsunion ruft Sie nochmal an und fragt nach der Adresse, denn die darf ich ja nicht weitergeben. In Ordnung? Machen wir das so? Wer, der Nikolas ruft nochmal an von Küchen Nikolas? Nein. Nein, die Nick Medien Vertriebsunion, die den Stern stiften, die rufen Sie nochmal an, fragen, wo Sie das hinschicken dürfen. Und dann bekommen Sie das gratis zugeschickt. In Ordnung? Das ist ja großartig. Das ist ganz... Wie ist Alles. Das, was ist das denn da von der Anzahl der Blätter her? Das ist unterschiedlich. Ich denke mal, das sind so um die 120, 150 Seiten. Das reicht ja ungefähr eine Woche, um den Käfig auszulegen. Die sind ein Scherzbold, Herr Doppelotto. Das muss also, alles verwertet werden im Anschluss. Ja, natürlich, das ist richtig. Im Anschluss muss man es verwerten. Ja, das ist ja, weil die fressen ja auch Papier, sag ich mal, und was sie nicht verwerten können, also sagen wir die Farben und die Buchstaben, das geht halt hinterher wieder raus. Okay. Herr Doppelotto, Sie sind damit einverstanden? Machen wir es so? Ha, wie bitte?
Machen wir es so, ich schicke Ihnen den Stern gratis für 3 Monate und die Medienvertriebsunion fragt nochmal nach der Adresse, damit es auch bei Ihnen ankommt. Ja, das soll der nochmal anrufen. Ist ja auch so nett wie bei Alles Ihnen. Klar. Aber mit Sicherheit. Sehr und gut. Unser Partner Bonusplan Premium Lotto hat für Sie 100 gratis Lotto-Tipp rein. Da haben Sie die Möglichkeit, bei 6 auf 49 ohne einen Cent Einsatz 6 richtige zu gewinnen und sich noch viel, viel mehr Meerschweinchenkäfige zu kaufen. Ja, also sag ich mal, im Prinzip ist das ja, ich bin ja immer so am, ich muss ja immer gucken, dass ich die rechtzeitig abstoße, weil ich sonst irgendwann Richtig. Vom Umfang her, sag ich mal, ins Gewerbsmäßige Richtig. Reinfallen würde. Sehen Sie, und Partner Bonusplan schenkt Ihnen die 6 aus 49, die 100 Lotto-Tipp rein und dann müssen Sie sich da gar keine Sorgen mehr drum machen. Dann können Sie sich ein eigenes Haus hinstellen mit einem Meerschweinchengehege vom Allerfeinsten. Sie meinen, ich kann dann den Finanzbeamten bestechen. Das ist so schlimm. Okay. Oh. Und unser Partnerbonusplan ruft Sie einmal dazu an und informiert Sie, wie Sie Ihre Gewinnzahlen erfahren und wie Sie Ihren Gewinn aufgezahlt kriegen, ja? Ist das vom, was da immer im Fernsehen kommt? Mit den Lottozahlen? Nee, das ist noch wieder was anderes. Das ist ein sehr seriöses Unternehmen. Die schenken halt zwischendurch mal an die Leute, mit denen wir uns unterhalten haben, diese 100 Lotto-Tipp rein, damit sie nichts dafür bezahlen müssen und trotzdem die Chance haben zu gewinnen. Ja, und was haben jetzt, sag ich mal, die Lotto-Leute davon, dass ich ihnen erzählt habe, dass Meerschweinchen das eine Gesundheit halten und wenn man keine Giftpflanzen hält, aber die arbeiten doch eher mit Printmedien. Nee, das ist Werbebudget und diese unterschiedlichen Firmen geben die Umfragen in Auftrag, weil sie einfach wissen möchten, wie unsere Bevölkerung sich aufteilt, welche Hobbys vorkommen, wie gesund sich die Leute ernähren, wie gesund die leben. Und als Dankeschön gibt es halt hinterher ein paar Lottoreien oder eine Zeitschrift oder irgend sowas. Also wenn so sowas halt. Öfter gibt, sag ich mal, ich habe jetzt ja schon einiges mitgemacht, ich gebe das ja gerne jo. Weiter. Dann dürfen die da ja. gerne öfter mal, sag ich mal, Kontakt aufnehmen. Vielleicht kann man das ja gut. in so einer Kolumne. Das machen die dann auch. Weil ich habe ja auch mal das früher fürs Magazin von der RAF geschrieben. Vielleicht kann man das wieder aufleben lassen. Gut möglich. Also, Bonusplan, rufen Sie an, erzählen Ihnen, wie Sie an Ihre Gewinnzahlen kommen, damit Sie auch richtig was, richtig ordentlichen Gewinn machen, ne? Ja. Herr Doppelotter, ich gleich mal gerade den Datensatz ab. Herr Hans Doppelotto, Otto Hahnring 78 in 14480 Potsdam. Das ist richtig, ne? Ja, hier also wohne ich jetzt schon fast mein ganzes Leben, seit der Nummer mit der Katzenminze. Ja. Und Sie sind so lieb und sagen mir Ihr Geburtsjahr? Ha, wie bitte? Ihr Geburtsjahr, Herr 47. Doppelotto. 47? Ja. Na, ich bin beeindruckt, Herr Doppelotter. Ich bin wirklich beeindruckt. Tapfer, tapfer. Warum? So, und oh, weil Sie ich so lange so in der schrecklichen Welt ausgehalten habe. Nee, weil sie so unglaublich flott drauf sind. Und Herr Doppelotter, wenn ich im nächsten Jahr nochmal eine Umfrage zu einem anderen Thema habe, darf ich Sie dann wieder anrufen? Erst in einem Jahr. Ja, so ungefähr. Das dauert aber lange. Ich weiß ja gar nicht, ob ich da noch lebe. Ich versuch's. Ja, Sie versuchen mich am Leben zu halten. Ich versuche Sie da nochmal anzurufen, wenn ich darf. Das können wir natürlich so machen. Haben Sie denn, sag ich mal, grundsätzlich Interesse an einem Zwergdeckelmeerschweinchen? Ich hab doch Katzen! Ja und? Was meinen Sie, wie die abgehen, die Viecher? Mein Kater hätte sicherlich gerne eins. Aber ich glaube, meine Wohnung ist klein. Ich glaube, mit den 3 Katzen bin ich voll und ganz ausgelastet. Wie ist das denn, wenn Sie, haben Sie auch das Tierfutter? Natürlich habe ich Tierfutter. Ja, nee, die von der Firma, weil da hat vorhin auch einer angerufen, das ist ein ganz komischer Mensch. Nein, Tierfutter habe ich nicht, habe ich überhaupt nicht. Weil Herr Doppelotter. Die Firma hieß Happy Dog, also glücklicher Hund. Nee. Und der wollte mir Katzenfutter anbieten. Habe ich aber nicht, Herr Doppelotter. Okay, das also wenn wir in einem Jahr nochmal eine Umfrage haben, dann darf ich Sie nochmal anrufen, ja? Ja, dann können wir gerne nochmal sprechen. Alles klar. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Tschüss. Wiederhören. Machen Sie es gut. Machen Sie es besser. Tschüss. Ah, Leute, wie geil ist das denn? Und das war jetzt so ein Anruf, ich habe gehört im Laufe des Gesprächs, was sie alles Einverständnis für Lotto, für Zeitung, für dieses und für jenes. Ich habe nirgends explizit Ja gesagt.
Und auf diesem Wege versuchen die jetzt in Anführungszeichen legale Werbeeinverständniserklärungen zu sammeln, weil diese Double Opt-ins, diese ich trage mich in ein Liste ein und bestätige ein E-Mail, eben keine rechtlich verbindliche Werbeeinverständnis sind. Und jetzt versuchen die das auf diese Weise zu machen. Ja, schön, dass ich heute mal wieder was für euch hatte. Ist momentan schwierig mit Arbeit. Bin selten zu Hause und wenn ich mal zu Hause bin, ist es sehr selten, dass ein Anruf kommt. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, sobald es die Zeit wieder zulässt und ich nicht nur unterwegs und am Arbeiten bin, werde ich öfter mal streamen, öfter mal Anrufe raushauen, wenn ich wieder welche bekomme. Bis dahin genießt das schöne Wetter, bitte nicht schmerzen, meine Freunde.